Seit ich Rohkost esse, habe ich weniger das Bedürfnis nach Sexualität. Guten Morgen. Dieses Statement, das werdet ihr sehr häufig in der Rohkostszene hören. Und auch wenn man im Internet Rohkost und Sexualität eingibt, gehen die Erfahrungsberichte immer in dieselbe Richtung. Ich möchte gemeinsam mit euch dieses Thema diskutieren. Aber bevor wir diese beiden Sachen, also die Rohkost und die Sexualität zusammenbringen, erstmal die Frage, ist es wirklich so? Also real, dass die Rohkost die Libido killt. Es gibt keine Studien bzw. ich habe keine gefunden, aber laut den Erfahrungsberichten der Empirie im Internet und auch in persönlichen Gesprächen scheint das in der Tat wirklich so zu sein. Bei mir selber kann ich das bisher allenfalls peripher feststellen, aber die Erfahrungen von langjährigen Rohköstern sind so signifikant, dass es auf jeden Fall realistisch ist, das anzunehmen. Umso höher die Rohkost, umso geringer die Sexualität oder die Lust. Aber in welche Richtung geht dann die Argumentation der Menschen, nachdem sie erkannt haben, dass der Sexualdrang abnimmt? Oft wird dann in Richtung "Ich fühle mich von einer Last befreit" geredet. Ich bin nicht mehr dem Drang nach Sexualität unterworfen. Ich bin endlich frei. Aber wie kann etwas eine Last sein, was ein natürliches Grundbedürfnis ist? Fühlen sich die Tiere auch belastet vom Sexualdrang? Ich glaube nicht, aber schauen wir doch mal in unsere Gesellschaft, wie Sexualität gesehen wird. Sexualität ist unerwünscht, wird radikal zensiert und dass die Unternehmen mit Sexualität werben, das wird kritisch gesehen. Ne? Oh, Sex sells, ne? Wieder diese Titten da auf dem Plakat, ne? Das wird kritisch gesehen, da wird von Sexualisierung gesprochen. Aber meint ihr wirklich, der Drang nach Sexualität ist künstlich durch das Marketing generiert und kann einfach gesteigert werden? Oder es ist vielmehr so, dass man einfach den Drang nach Sexualität bedient, weil er ein natürliches Grundbedürfnis ist und weil er in unserer Gesellschaft nicht einfach bedingungslos gelebt werden kann. Und wo man dann froh ist, mal ein paar Titten an der Wand zu sehen, weil man hier die Frauen zwingt, dass sie quasi oder moralisch zwingt, mittlerweile dürfen ja Frauen auch Nippel zeigen, aber moralisch zwingt, nicht oben ohne gehen zu können. Und es gibt einige Frauen, die das tatsächlich wollen. Ne? Und die, das ist okay, aber es ist nicht erlaubt. Sondern bei uns ja, quasi die Errungenschaften der Kultur feiert. Ne? Und dass man im Endeffekt nur Sexualität in gewissen Räumen, die von der Öffentlichkeit getrennt sind, diese hemmungslos ausleben kann. Diesen jugendgefährdenden Geschlechtsverkehr. Ne? Meine persönliche Meinung ist klar, unsere Gesellschaft ist eindeutig krank, was den Bezug zur Sexualität angeht. Keine Spezies auf der Welt kennt dieses Gefühl der Scham, wenn es um natürliche Prozesse geht. Kein Tier der Welt würde es einfallen, einfach einen natürlichen Drang zu stigmatisieren. Es wird einfach gemacht. Aber wir sind ja mehr als Tiere. Wir können ja denken und das erhebt uns von den Tieren. Wir dürfen sie essen, weil wir es können. Weil wir durch das Denken uns an die Spitze der Nahrungskette geschoben haben. Doch wer sagt, dass das Denken und die Macht eine positive Entwicklung ist? Ich nicht. Aber das ist die gängige Meinung. Der Mensch ist ein weiterentwickeltes Tier, weil Macht und Einfluss in unseren Köpfen als Weiterentwicklung wahrgenommen werden. Ich sehe das und vor allem ich spüre, dass das nicht so ist. Das komplexe Denken ist ein Unikum der menschlichen Rasse, zweifelsohne. Aber das ist keine Weiterentwicklung. Nur weil wir jetzt Maschinen und Bomben bauen können, ist das nicht besser. Es ist einfach eine Veränderung, welche positiv und welche negativ sein kann. Sie ist negativ, wenn sie unsere natürlichen Bedürfnisse stigmatisiert, wie das ganz klar bei dem Wunsch nach, nach Sexualität oder nach kontrollierter Sexualität der Fall ist. Die meisten Menschen stellen Dinge wie Verbot der Sexualität oder ja sogar natürliche Nacktheit in der Öffentlichkeit überhaupt nicht in Frage. Das sind kulturelle Errungenschaften, dass wir uns nicht mehr so frei zeigen. Ne? Das sind wir feine Leute, ziehen uns das an. Ne? Und nicht nur, dass sie selber einer unnatürlichen Beschneidung der eigenen Freiheit in Kauf nehmen, sie gestehen sie auch den anderen nicht zu. Wenn ich leide, müssen alle leiden. Ne? Immer unter dem Deckmantel, dass es einfach nicht gehört und dass es unanständig ist. Ja, wer hat denn das festgelegt? Der Mensch. Der Mensch hat auch die Politik festgelegt und die wirtschaftliche Grundordnung. Das waren nicht die Tiere oder Gott, sondern nur der Mensch.
Also wenn jetzt die Leute rumheulen, wie skandalös die Politik ist und dass die Wirtschaft uns alle ausnutzt, dann sollte man sich fragen, warum man an anderer Stelle diese Errungenschaften, in Anführungsstrichen, oder sagen wir etwas neutraler, diese Entwicklung, die lediglich der Mensch forciert und keine natürliche Rechtfertigung haben, warum man die akzeptiert, aber andere dann nicht. Warum man selektiv entscheidet. Sexualität, öffentliche Sexualität, ne, die haben ja die Errungenschaften der Kultur, Politik, aber ne, ganz schlimm. Ne. Warum? Wir sind manipuliert, wir sind durch die Medien manipuliert, wir sind durch die Kultur manipuliert, wir sind durch die Gesellschaft manipuliert, wir sind einfach unbewusst, bringen wir es mal auf den Punkt, wir sind unbewusst. Werdet bewusster, denkt über die Sachen nach. Ne. Und das ist auch in dem Handeln eine fehlende Stringenz, die eindeutig ist. Und da muss man doch einfach sagen, hey, da stimmt irgendwas bei mir nicht. Neu denken, neue Basis schaffen. Menschen sind so putzig in ihrer Argumentation, wie sie sich die Welt zurechtbiegen. Und da ist jeder davon betroffen. Vom Dalai Lama bis Osama Bin Laden. Das ist, wie unser Gehirn funktioniert. Die Rohkostszene stellt sich hin und spricht davon, dass man von der Last der Sexualität befreit ist. Und redet sich alles gut, was mit der Rohkost einhergeht. Nur weil man merkt, dass man auf gesundheitlicher Ebene man sich besser fühlt. Und es muss ja immer alles schwarz und weiß sein. Rohkost ist nur gut. Und jeder, der was anderes sagt, das ist ein Ketzer. Rohkost ist für die Gesundheit zweifellos für mich persönlich die beste Ernährungsform. Das steht für mich komplett außer Frage. Aber es hat eben auch seine Konsequenzen. Und diese sollte man auch nicht per se schönreden, um dem Ideal eines positiven Weltverbesserers quasi zu genügen. Aber gerade im spirituellen Bereich, das geht ja immer auf den Bereich der Weltverbesserung. Ne? Und der spirituelle Bereich, da steht der Rohkost auch sehr sehr nah. Da wird sehr viel schön und vor allem sich eingeredet. Der Verlust der Sexualität oder dessen Einschränkung, das ist der Verlust eines natürlichen Grundgefühls. Punkt. Und ist der Verlust eines natürlichen Grundbedürfnisses nicht ein Grund, die Rohkosternährung kritisch zu sehen? Ja und nein. Ja, weil es ein elementarer Bestandteil des Lebens darstellt und für einige auch ein Stück Lebensqualität und für viele eine der wenigen Zeiten im Leben, wo sie sich auch wirklich trauen natürlich zu leben, wo sie mal fließen lassen. Das ist durchaus doppeldeutig gemeint. Und nein, weil das nicht für alle gelten muss. Es gibt Menschen, die sind einfach asexuell. Warum und weswegen, das steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Und dass diese mit einer niedrigeren Sexualität in der Rohkost dann kein Problem haben, das ist selbstredend. Nur die Menschen, die sich selbst belügen und denken, sie hätten sich von irgendetwas befreit, was sie vorher gespürt haben, und damit einfach nur ihren Geist manipulieren, erschweren sich den Zugang zu einer natürlichen Lebensweise, den sie ja mit der Rohkost forcieren wollen. Dazu gehört auch Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Das ist natürlich. Dinge, die negativ belegt sind, wie etwas zu verlieren, zwanghaft in etwas Positives zu verändern. Ich wurde befreit. Das ist mein Empfinden einfach nur schlecht. Ich frage noch einmal, was sagt das über den Menschen aus, der sich von etwas befreit fühlt, was ein natürlicher Trieb ist? Für mich, dass er zum einen ein Fanatiker ist, der seinen Way of Life als den einzig wahren ansieht, ohne Kompromisse und alles ist immer gut und alles ist immer perfekt. Aber nicht durch die Erkenntnis, dass dies eben so ist, denn alles ist perfekt und alles ist gut, sondern indem er durch das Denken Muster findet, Argumente kreiert und dadurch sich selbst belügt. Wenn die Sexualität geringer wird, na okay, dann ist das eben so in der Rohkost und dann kann jeder für sich entscheiden, ob das für ihn okay ist. Aber liebe Rohköstler, hört auf euch hinzustellen und davon zu reden, dass ihr euch von etwas befreit habt. Denn wenn ihr wirklich das Gefühl hattet, von etwas befreit zu sein, dann weil ihr nicht eure Natur akzeptiert habt. Ich kann das nachvollziehen. Ich bin selber jemand, der sich in der Sexualität komplett verliert und gedankenlos seinen natürlichen Trieb befriedigt und sich danach im Denken vielleicht mal fragt, bist ganz schön pervers. Na? Und wir haben gelernt, dass diese Sexualität und diese sich gehen lassen ein Zeichen von Frivolität ist, ne? Perversität, und dass es so ein bisschen negativ ist. Wenn wir danach rekapitulieren über unseren Drang nach Sexualität, bei Frauen ist das noch mehr als bei Männern, dass das primitiv ist, ne? Wir sind eine höhere Rasse, dass das primitiv ist, dieser Drang nach Sexualität, dass wir uns mit so einer Einstellung ja gar nicht von den Tieren unterscheiden. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ob die Tiere wirklich untergeordnet betrachtet werden sollten. Und das muss jeder von euch selber für sich beantworten. Ich bin gespannt auf eure Meinung und
Wir sehen uns in den Kommentaren oder spätestens morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.